Hallo da draußen, wir bekommen andauernd höchst kreative Fragen gestellt, meist mit erfrischend unkonventioneller Rechtschreibung. Und die wollen wir euch jetzt auch nicht mehr vorenthalten. Und genau deshalb bekommt ihr diese Fragen jetzt ungefiltert und genauso wie diese Spezialisten sie gestellt haben, natürlich samt einer genauso kreativen Antwort, in dem folgenden Video vorgestellt. Das folgende solltet ihr also nicht allzu ernst nehmen. Kommen wir also gleich zur ersten Frage, und zwar ist die von Dualroot, und zwar lese ich die jetzt einfach mal vor. Bitte macht ein Tut, wie man einen Wallhack macht mit C++. Punkt, Punkt, Punkt. Also noch viel genauer ging es wohl nicht, oder? Also für welches Spiel? Ja, genau, für welches Spiel? Für Pac-Man oder Tetris oder vielleicht für Word? Nein, echt, also stell deine Fragen genauer, und abgesehen mal davon, dass du nicht in der Lage bist, die Frage richtig zu stellen, Cheater mag niemand. Wirklich niemand mag Cheater. Vergiss es einfach, okay? Unsere zweite Frage von heute kommt von Alan1. Und zwar ist das unsere Windows 7 Passwort umgehen 5 Minuten für Anfänger-Video gestellt worden. Und es lautet, wenn der Bot startet, kommt nur ein Blackscreen. Also das erste, was man machen sollte, ist den Monitor einstellen. Als nächstes sollte man prüfen, ist vielleicht Stromausfall? Und naja, vielleicht finden wir noch eine weitere Antwort im Laufe des Videos. Nun zu einer meiner liebsten Fragen von MegaHapt, und zwar unter unserem Paysafe-Karten-Video. Nun könnt ihr eure Paysafe-Card verdoppeln. Einfach auf diese Seite gehen. Darüber gibt es auch ein Video. Das ist das Einzige, was klappt. Ihr bekommt zwar keine Paysafe-Card geschenkt, aber ihr könnt eure gekaufte Paysafe-Card verdoppeln. Tja, als wir diese Nachricht gelesen haben, da haben wir uns schon richtig Hoffnung gemacht, nie wieder arbeiten zu müssen. Die Rente ist gesichert, wir haben absolut ausgesorgt, sind also gleich hingegangen und haben unsere 500 Euro Paysafe-Card auf diese Seite eingegeben. Seitdem ist die Karte irgendwie leer und die Website ist auch nicht mehr erreichbar. Irgendwie blöd. Über den nächsten Kommentar haben wir uns wirklich sehr gefreut. Noch einmal herzlichen Dank an 22 ProDriver. Und zwar ist das Kommentar... Erster. So viel Gehalt haben unsere Kommentare wirklich selten. Ich meine, jeder, der irgendwas auf sich hält auf YouTube, der hat auch seinen eigenen erster Schreiber. Und jetzt endlich nochmal Danke an 22 ProDriver. Die nächste Frage kommt von MS Albanerboy. Okay. Und zwar, was für ein Kabel braucht man, um die PCs zu verbinden? Kann man das auch virtuell machen? Diese Frage hat er unter unserem LAN-Verbindung herstellen für Anfängervideo gestellt. Grundsätzlich kann man sagen, das Kabel muss auf jeden Fall grün sein, sonst funktioniert es nicht. Glaub mir, du hast überhaupt keine Chance, mit irgendeiner anderen Farbe das hinzukriegen. Die zweite Alternative, da ist wohl die Farbe egal, ist das sogenannte Monokabel. Das sieht aus wie ein USB-Stick, ist auch einer. Und ja, damit kann man Daten übertragen und auch ein LAN-Netzwerk virtualisieren. Das hat natürlich einen sehr, sehr hohen Ping. Kommt irgendwo dann auch auf die Länge des Laufwegs zwischen den beiden Rechnern an und darauf an, wie schnell man stöpselt. Aber ansonsten ist es eine prima Alternative. Kostenloser Tipp, grundsätzlich aufpassen, nicht übers WLAN-Kabel zu stolpern. Let's Player 101 hat unter unserem Video zum Thema, wie man Videos verkleinert, geschrieben: Wow, Hammer! Das Video ist 878 MB und als ich es geändert habe, 2,28 MB. Hammer! Schnell, mein Abo hast du. Die Leute scheinen wohl grundsätzlich davon auszugehen, wenn sie was auf YouTube sehen, dass es nicht funktioniert. Aber wenn wir was zeigen, dann funktioniert das auch. Meistens. Der nächste Kommentar kommt von der Lagger Crew, und zwar: Welches Mikrofon benutzt du denn? Tja, an sich ist das eine sehr berechtigte Frage. Hätte er sie nicht unter dem verdammten Video gestellt, in dem wir dieses Mikrofon vorstellen. Verdammt nochmal, hast du dir das Video angeguckt? Es steht sogar im Titel. Kommen wir zu der hochintelligenten Frage von 10crafter01. Und zwar lautet sie: Kann man die Datei auch auf den USB-Stick kopieren? Tja, nein, das kann man nicht. Da haben sich alle Hersteller von USB-Sticks zusammengeschlossen und verboten, diese Datei auf USB-Stick zu kopieren. Das ist vollkommen möglich. Mit der Ausnahme, wenn der USB-Stick grün ist. Dann geht das. Die nächste Nachricht ist eine Nachricht, die uns privat geschickt wurde. Noch einmal zur Erinnerung, wir lesen die genauso vor, wie sie uns geschickt wurde. Also dann mal los. Wollte Fragen mit dem Grand Admin Prüf oder so, weil ich kann nichts mehr auf meinen Laptop machen. Mein Vater hat neues Laptop gekauft und den alten weggeworfen, weil der schon hops war und so gibt der mir keine Administratorrechte mehr. UAC auf Stufe 4 bis 5 und macht bei seinem Account ein Passwort, so dass ich gar nichts mehr machen kann. Hab keine Flash Players, keine Treiber, nichts. Will dein Programm nicht ausnutzen. Oder so, ich frag ja, ob du es in einer privaten Seite tun könntest, für mich und links schreiben, weil mein Laptop nutzt, ja, kaum noch etwas. Ich frag mein Vater andauernd nach Rechte, aber du weißt ja, wie griechische Stiefväter sind. XD, nein heißt nein, droht er mir. Der wäre sehr nett.
Klar weiß ich, wie griechische Stilväter sind. Ich meine, wer kennt das nicht? Jeder hat doch einen. Die wollen ein Geld haben. Also zurück zur eigentlichen Frage. Wir werden das andauernd gefragt. Also echt, das ist so ziemlich die meistgestellte Frage überhaupt. Alle paar Tage kommt da was. In letzter Zeit ist es ein bisschen besser. Aber auch egal. Nein, es ist ja auch nicht so, als hätten wir das gefühlte 2,5 Trillionen Mal in die Videoanmerkung geschrieben. Naja, vielleicht versteht ihr es ja jetzt. Wir werden das Tool nicht weiterverteilen. Die nächste Nachricht ist vom selben Patienten. Und zwar fragt er jetzt, was soll ich jetzt machen, deiner Meinung? Mir ist so langweilig. Ja, da gibt es so einige Möglichkeiten. Kauf dir ein Haustier. Oder griechische Staatsanleihen und Antidepressiva gleich dazu. Mach vielleicht Videos auf YouTube, so machen wir das. Oder kauf dir zwei Haustiere und lass sie gegeneinander kämpfen. Dualroot, also derselbe User, der die Frage zu dem Wallhack gestellt hat, hat unter unser Video C++ Crashkurs für Anfänger mit dem Thema Zeiger und Pointer geschrieben, ah, das ist der Hauptbestandteil eines Aimbots. Also zuerst mal fällt auf, du bist immer noch ein Cheater und außerdem hast du offensichtlich sehr schnell gelernt. Da war doch noch so eine andere Frage mit dem Bot und dem Blackscreen. Ich finde, dem User könntest du wirklich mal helfen. Die nächste Frage kommt vom User Xenon. Du hörst dich an wie mein Cousin. Wohnst du zufällig in Wuppertal? Hey, Kai-Uwe, bist du das? Die nächste Nachricht kommt von XXCFHackerXX und lautet, habt da mal eine Frage. Kann man da auf dem VMware-Player Spiele installieren? Die Frage wurde nebenbei unter unserem Video über virtuelle Computer gestellt. Und die Antwort ist ganz einfach. Man kann sie installieren, spielen wird aber meistens schwer. Also 3D-Spiele kann man meistens vergessen und selbst 2D-Spiele, es wird schwer. In einem zweiten Kommentar hat er uns dann noch genau beschrieben, was er eigentlich vorhat. Ich zitiere. Ach so, okay, weil ich möchte damit ein Spiel zweimal starten und somit mich selber abknallen. Meinen Sie, dass sowas geht? Du scheinst dasselbe Problem zu haben wie der Typ mit der vielen Langeweile. Ihr solltet euch mal zusammensetzen, dann könnt ihr euch vielleicht sogar gegenseitig abknallen. Das nennt sich dann Zocken. Aber passt auf Dualroot auf, der hat einen Aimbot. Die letzte Nachricht für heute wurde uns wieder privat zugeschickt mit dem Titel Hilfe gesucht. Hey, hab deine Witz gesehen, naja, und braucht Ads mal Hilfe. Also meine Mom hat ein Admin auf meinen Win7-Account gemacht und herrscht Ads über meinen PC, XD, also wann ich rein kann und so und dass ich keine Ballerspiele mehr zocken kann, XD, DD. Ja, und Ads brauche ich eine Möglichkeit, am besten wäre das Passwort einfach rauszufinden, damit die keine Ahnung hat und ändern, damit ich herrsche. Keine Ahnung, schreib einfach mal zurück. THX, Smiley. Und diese Frage gebe ich jetzt einfach mal an euch weiter. Wenn ihr Ideen habt, wie er wieder herrschen kann, dann schreibt's in die Kommentare. Seid aber ruhig kreativ. Das war's mit der ersten Folge von Kurz kommentiert. Falls euch bessere Namen für das Format einfallen, schreibt sie uns. Und lasst uns außerdem wissen, ob es euch überhaupt gefällt. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.